Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier von Modern Warfare. Wir sind im Sperrgebiet, haben gerade eben hier die Rakete zuletzt gesprengt, rüsten uns nochmal kurz aus und sind dann direkt auf dem Weg, ja, nach Charlie, da wo der böse Juggernaut sitzt, den ich nicht mag, bin ich ganz ehrlich, ich kann das Ding einfach nicht leiden. Achtung, Minen überall. Aber da vorne steht bei der Flagge ein Fahrzeug. Das nehmen wir uns. Und dann düsen wir hier ab. Ja, ein Mörser wäre geil, weißt du? Irgendwo so eine kleine Mörserstellung, die man einnehmen kann. Und dann kann man halt mit dem Mörser schon mal ein bisschen vorarbeiten. So, hier einmal rum. Fuck. Fuck. No, hell, no, no, no. Kannst mir nicht erzählen, dass ich das überleben kann. Shit! Nur Scheiße! Der kommt safe wieder. Nur ins Gebäude, nur ins Gebäude! Oh, safe. Puh. Geil. Schnell nach hier. Gib mir den blöden Raketenwerfer. Ach shit! Der hat unten drunter die Kanone. Eine lenkbare. Ja, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich so nicht kommen sehen. Aber ich denke, Kontrollpunkt hatten wir da. Wir können da spawnen. Das heißt, wir nehmen uns wieder einen Raketenwerfer, steigen in eine Karre, dann kommt wieder der Heli, wir holen ihn wieder vom Himmel und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Ne? Nächste Basis, Juggernaut. Ja, nee, Granatwerfer bringt uns nichts. Da kommt das schon. Ja doch, wir müssen hier raus. Fuck, 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 fuck. Schnell, die Wand. Safe, weiter geht's. Haben wir nicht getroffen? Der war doch gut drauf. Tada! Verdient! Das hast du dir verdient. Ja, Juggernaut. Ach shit, jetzt haben wir keine MP mehr. Die brauchen wir aber auf jeden Fall für den Anfangssturm. Danach locken wir den Juggernaut von Basis zu Fuß. Wir fahren mit dem Auto, wenn alles gut geht. Ah ja, schön zerlegt das Ding. Genau, wir versuchen es natürlich mit dem Auto, damit wir ein bisschen schneller da sind, Munition auffüllen können. Und danach wird der Kerl dann halt immer wieder weggesprengt. Ja, dann versuchen wir Granatwerfer und Raketenwerfer, weil alles andere bringt halt leider nichts, ist so. Okay, hier sind keine Minen. Echt jetzt? Verrückt. Ja. Wie gesagt, was anderes können wir gar nicht ausprobieren. So, Moment. Einmal Platten rein. Und dann Knallgas. Wir müssen an den Turm mit dem Raketenwerfer noch denken. Vor dem stehen wir nämlich dann gleich sofort hier. Hinter dieser Kurve. Achso, wir sollten auch schon mal gleich. Nee, da ist es, genau. Diesen Munitions. Nein, Munition bitte. Unterwegs. Den Punkt einmal markieren, dann wissen wir, da ist Munition. Achso, klar, hier einmal aussteigen. Sniper bitte. Achso, haben wir nicht. Ändert ja auch nichts dran, ne? Ah, so tief fallen die gar nicht. Ja, da müssen wir wohl in den Nahkampf gehen. Blöd gelaufen.
Ach, shit. Läuft irgendwie nicht so wie geplant irgendwie. Ich habe da zwei Leute gesehen, wenn ich mich nicht irre. Früh genug ausgestiegen. Weiß ich ja nicht. Gut, der schmort schon mal ganz gut. Dieser Sound einfach. Der bleibt hier stehen. Breaker 1, ihr nähert euch Ziel Charlie. An alle, Alcatala-Truppen sind bei Charlie. Ich lenke den Raketenbeschuss auf mich. Ihr kümmert euch um die Ziele am Boden. Verstanden. Eine Lüge. Es ist einfach eine Lüge. Ich kämpfe gegen den Juggernaut, als ob ich Raketenwerfer beschoss. Oder generell Raketenbeschuss. Ach ja, da oben. Ich finde, es ist eine absolute Lüge, dass er sich um den Raketenwerferbeschuss kümmert. Ladung wird platziert. Wechsle das Magazin. Wenn der Juggernaut kommt, wird das Ding gesprengt. Hier steigen wir ein, den nehmen wir mit. Den stellen wir uns hier vorne gut hin, damit wir gepanzert flüchten können. Wir müssen schnell wieder zurück, damit wir den Juggernaut auch sehen, wenn er durchläuft. Schnell, schnell, schnell. Gut. Sieht erstmal ganz gut aus. Naja, da ist nichts. Sag mir jetzt nicht, der scheiß Juggernaut ist auf dem fucking Dach. Er ist einfach auf dem fucking Dach. Ha, fuck. Scheiße, Mann. Ich hasse Juggernauts. Wir probieren's. Oh, der Motherfucker kommt. Der Motherfucker kommt. Der Motherfucker wird gefickt. Roadkill. Hat es geklappt? Du Mistgurt. Wo ist die Gatling? Die werde ich ja wohl dafür wenigstens bekommen, oder? Natürlich nicht. Gar nichts. Ich kriege aber wieder gar nichts hier. Okay, also das Effektivste ist einfach überfahren. Ganz einfach. Richtig draufhalten, ne? Super, hier gibt's nicht mal Granatwerfer. Shit! Vielleicht gibt's einen zweiten. Ah, Arschloch, ich hab keinen Bock mehr. Hä? Lustig. Jo, wer hat da ein Loch eingeschossen, Mann? Oh, das ist so, um das einfach nur anheben zu können. Magazin wechseln. Aber so schwer ist das gar nicht. Klar, ich sterbe jetzt öfters, aber ich sag mal so, eigentlich ist das ja auch für zwei Leute geplant, dieser Auftrag. Dementsprechend für zwei Leute. Da kannst du dir dann ja auch aufhelfen. Wirst wahrscheinlich nicht direkt sterben, sondern liegen bleiben. Und dann kannst du deinem Kollegen aufhelfen. Und dann schaffst du es auch in einem Durchgang. Dementsprechend sehe ich die Mission hier gar nicht als schwierig an. Klar, du hast noch den Zeitfaktor, ne? Du solltest es ja in so und so vielen Minuten machen. Aber dann machst du das Ding halt einfach dreimal oder viermal. Ich weiß nicht, ob die Sterne angerechnet werden, also vermehrt, ne? Oder ob du halt die Gesamtzahl nur zählt. Also ob die Gesamtzahl zählt oder ob du halt pro Auftrag 3 kriegst, aber nicht pro Auftrag erledigen, sondern einmal jeweils für jeden Auftrag kannst du bis zu 3 Sterne erreichen.
Scheiße, fuck! Seite sauber, Seite sauber. Ah, fuck, da war er. Magazin wechseln. So, 120 Schuss. Pistole MP haben wir nicht. Ganz ehrlich, nehmen wir die hier mit. Oh, jetzt lädt der es nach. Nervig. So, danke. Die hier ist ja eigentlich ganz cool. Geht nicht, Mann. Die blendet, die nervt. Im Gebäude sind hier noch welche. Blendgranate geworfen. Ah, shit. Gar nicht gesehen. Wechsle das Magazin. Oh, gar nicht gut. Oh, Granate. Ah, nee, nicht hinter Benzinfässern verstecken. Kahns schlechte Idee. Habe ich mal so gehört. Nee, ich dachte, er wäre da. Verrückt. Wechsle das Magazin. Wow, ist der grün, der Busch. Ja, wo seid ihr? Kommt doch alle her. Ich warte nur auf euch. Ja, siehst du, jetzt hatten wir nämlich wieder keinen Fallschirm. Erstmal nach Daten suchen, ganz ehrlich. Die Zeit haben wir. Wir haben jetzt so lange für die Mission gebraucht. Wenn wir dadurch ein, zwei Daten mehr kriegen... Auf jeden Fall. Irgendwie das Gefühl, ich höre die immer noch irgendwo schreien. Aber so ganz leise, weil die so weit entfernt sind. Bin mir da nicht ganz sicher. Ja, die kleinen Schuppen sind es meistens nie. Ja, dann sprengen wir den ganzen Kram einfach mal weg. Hier scheint ja nichts zu sein. Platziere Ladung. Jawohl. Raus aus dem Sprengradius. Gelange zum Exfiltrationspunkt. Das hört sich dann wohl scheinbar nach einer schwierigen Aufgabe an, weil sonst hätten wir im Prinzip einfach nur ein Heli und gut ist.
verdammte Wichser! Breaker 1, diese Bastarde schicken noch einen Vogel in eure Richtung! Breaker, schießt den Heli ab und begibt euch zur Landezone. Wo? Oh. Komm her, ich warte auf dich. Setzen uns hier auf die Kiste. Hier auf die Kiste. Da. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Boah, ganz, ganz knapp, Dude. Ganz knapp. Yes! Nehmen wir den lieber mit. Besser als gar nichts. Natürlich, jetzt erstmal wieder Taschen füllen. Krieg ist doch zum Taschenfüllen da. So. Nehmen wir die gepanzerte Limousine. Limousine, ja. Für hier ist es gefühlt eine Limousine. Für das Spiel. Dementsprechend. Weil es halt einfach der Luxus ist, ne? Es ist richtig, eine richtige Luxuskarre hier. Du hast halt im Prinzip, ja. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein Hinterhalt oder so ein Scheiß. Was ich damit meine, ist, du hast halt hier den Luxus in der Karre, ne? Du bist gepanzert, ja, da sag ich doch, da fahr, ja, das ist geil. Da, 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 da. Die steigen gerade alle aus. Hat jemand Bock auf einen Roadkill? Nachher habe ich Goldtarnung auf dem Auto, ey. Ich sage dir. Was war das? Yo! What the fuck? Willst du mir nicht ansagen, dass du mich genau da, wo ich gerade mit dem Auto fahre, mich abholen willst? Oh mein Gott! Das kann ja nicht sein, Alter. Ah! Ich werde hier noch irre. Ich werde hier noch irre. Verdammte Junge, nee. Breaker 1, diese Bastarde schicken noch einen Vogel in eure Richtung. Breaker, schießt den Heli ab und begibt euch zur Landezone. Ah, da ganz hinten. Da 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 da. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Dach, 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 dach. Ich dachte, er käme noch bis zu mir. Wie man ja merkt, habe ich ja so ein Glück hier, ne? Mich wollen sogar die Flugzeuge haben, sogar die eigenen. Ja, dementsprechend, ne? Jetzt parken wir hier oben und dann sprengen wir unten das Fahrzeug, was da saß, einfach weg. Dann haben wir schon mal eins weniger. Weil es ist einfach ein richtig mieser Fight, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ja, wenn ich wüsste, wo die sind. Ich sehe die Fahrzeuge nämlich nicht. Also doch rein. Rein ins Getümmel. In die kleine Sprengstoffparty. Ah, yo, die spawnen. Danke. Nett von euch. Alter! Fick dich!
Oder der rollt einfach nur zurück, weil die Fahrzeuge hier verbacken. Das kann auch gut sein. So sieht es nämlich auch fast aus. Ich wusste, ich habe was gehört. Okay, steigen wir wieder ein. Ich denke, die haben wir alle rund gemacht. Flugzeug bitte. Da oben sehe ich es. Komm. Wehe, du landest wieder auf mich. Also wenn du... Yo, Knallgas! 3,5 Minuten? Ah, fahr doch schneller, Junge! Was bist du für eine langsame Schachtel hier? Zu viel Stahl dran gepackt, oder was? Noch etwas unterbesetzt da hinten. Danke! Ja, ein Erfolg. Erst der Anfang haben wir jetzt als Errungenschaft. Ah, okay. Da ist also auch eine kleine Begrenzung mit drin. Okay, cool. Ja, da muss aber wenigstens richtig was für die Tocken geben, ey. Macht ja sonst keinen Spaß. Gut, ja. Gut, ja, das bringt so ein bisschen was klar. Aber ich denke, Deathmatch oder so bringt einfach mehr, ne? Darüber habe ich mich gefreut, dass das Gewehr ein bisschen vorankommt. Weil im Deathmatch ist es so ein bisschen schwierig, auch für den, ne? Weil der dieses Ziel hat und einfach so abfeuern ist so ein bisschen, naja. Weil man halt diesen mit Zoom drin hat und so. Und das ist einfach halt blöd, weil man sieht dann kaum was, ne? Oder sehr, sehr wenig. So, wir haben hier einen Auftrag auf jeden Fall erfüllt. Genau. Und ja, ich denke, das war's für die Folge. Und in der nächsten Folge, hier siehst du, wir haben das hier geschafft. Sammel Sterne für Belohnungen. Genau, wir können mal eben schauen, bevor wir hier Schluss machen. Geheimdaten, da sehen wir hier gar nichts. Wieso denn das? Wieso sehen wir da nichts? Was soll denn das? Ist mir egal. Also, wir haben hier zwei, das geht sich wohl dann um die Gesamtzahl, ne? Verdiene 2 Sterne je 5 Fragmente. Aha. Ach so. Okay, 5 Fragmente gleich 2 Sterne. Ja, also, ne, das hier, das interessiert mich eher weniger, das auch nicht, aber mich interessiert das Design von der, von dem Revolver, ne, sowas finde ich halt ganz cool. Das müssen wir auf jeden Fall uns irgendwie noch freischalten demnächst, aber ich denke, dafür haben wir ja noch genug Zeit. Hier sieht man ja, da gibt es noch viel, viel mehr Belohnungen und das hier, das finde ich richtig cool, aber da dann demnächst mehr zu, würde ich sagen. Das war's dann hier für die Folge und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal schon wieder in diesem Modus wieder.